Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3 Nemesis. Als erste Folge des Resident Evils im neuen Jahr 2022. Genau, und ich muss jetzt gerade mal überlegen, wo wir beim letzten Mal waren. Wir hatten ja hier diese Karte, genau, und ach, ich erinnere mich, dass wir im Restaurant waren. Hatten da eine ziemliche Schlacht mit Nemesis. Und wir haben jetzt hier die ganzen Items. Wartet mal. Dieser Schraubenschlüssel. Das Bronzebuch können wir auf jeden Fall da draußen einsetzen. Das können wir bei der Presse einsetzen. Das hier in der Garage. Und wo war denn nochmal der Schraubenschlüssel einzusetzen? Bei der Tankstelle, glaube ich, oder? Auf jeden Fall können wir jetzt hier storytechnisch erstmal richtig ordentlich weitermachen, würde ich sagen. Ja, machen wir das doch einfach mal. Jetzt hoffentlich mal ein bisschen Munitionssparen, ne? Ja, ihr erinnert euch wahrscheinlich, ich habe in der letzten Folge ziemlich viel Munition verballert. Und genau, da geht's zum Restaurant, da will ich jetzt nicht unbedingt mehr rein. Und ja, ich, wie gesagt, ich hoffe halt, dass hier die Gegner wegbleiben. Erstmal. Da können wir ja gleich schon... Okay, es ist nur... ich dachte schon, hey, was ist das wieder? Da vorne, genau. Da kriegen wir ja dieses Medaillon dann her. Ne? Dann bin ich mal gespannt. Ja, wofür wir das brauchen. So, hier, dieses Bronzebuch können wir hier einsetzen. Und das hier dann rausnehmen. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Genau. Dann haben wir jetzt zumindest eine Bronze-Kompass. Ha, seht ihr? Und es passiert nichts. Setzen Sie hier Ihre Weisheit ein. Was ist dieses Dieb? Bronzebuch. Was passiert dann? Dann machen wir es wieder an. Ja, okay. Ich meine, dann... lassen wir das Wasser mal laufen. Keine Ahnung, wofür es gut ist. So, aber erstmal die Items wieder wegbringen. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Ja, Freunde, da freue ich mich, dass ihr mal wieder hier dabei seid mit mir hier im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingekommen. Bin jetzt nach meiner Weihnachtspause hier im Prinzip zugange, also am 9. Januar nehme ich das gerade auf für euch. Und ja, bin ich sehr gespannt auf, wie es hier weitergeht. Ich habe das nämlich nicht mehr im Kopf tatsächlich. Ja, Heilung haben wir jetzt ordentlich mittlerweile, ne, wie ihr seht. Munition könnten wir uns noch machen, aber nee, ich denke, ich werde diese Powders aufsparen. Werde ich da sehr wahrscheinlich früher oder später nochmal brauchen. Gut, dann müssen wir als nächstes in die Presse, glaube ich. Oder da war eine, oder war das in der Presse da? Mit der Kurbel, nee, das war auch bei der Tanke, glaube ich, ne? Weil wir müssen ja... Ach Gott! Boah, wie erschrocken. Scheiß Vögel hier, ey. Hier kommt auch immer was Neues auf uns zu, ne? Alter! Rein da! Blöde Krähen. Was erschrecken die mich so? War das hier? Nee, hier war doch nichts mehr, oder? Nee, hier in der Presse war nichts mehr, stimmt. Aber hier war ja noch eine Tür. Ne, und die gucken wir uns jetzt mal an. Genau, auch mit einer coolen Musik wieder hier. Oder? Genau, hier ist ja noch eine Tür. Ach nee, die ist von der anderen Seite verschlossen. Ach du Scheiße, guck mal den da. Den Typen da. Gut, dann sind wir hier falsch. Da unten ist noch was Elektro. Die
Kabel. Wartet mal, wir haben hier noch auch noch Kabel und einen Schraubenschlüssel. Ich muss mich erstmal wieder hier zurechtfinden. Da sind die Adler wieder, beziehungsweise die Raben. Sind aber kein Problem. Können wir einfach abholen. Gut, Freunde. Ach stimmt, hier war die Geschichte. Müssen wir hier nochmal hin? Nee, das hatten wir ja schon aktiviert, oder? Ein großer Fahrtor. Bürgermeister von Raccoon City. Sie können... Aha! Guck mal hier. Sie könnte etwas in der Hand halten. Ja, shit. Muss ich doch nochmal zurück ins Safe-Raum, oder was? Ist hier kein Safe-Raum in der Nähe? Einfach durchrennen. Ich probiere das jetzt mal mit dem, diesem Medaillon da. Sie könnte etwas in der Hand halten. Oder doch das Buch der Weisheit. Bin ich mir jetzt nicht so sicher, um ehrlich zu sein. Gucken wir mal, welches Item es ist. Eins von den beiden muss es ja sein. Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht mehr. Wie gesagt, das Spiel ist mir nicht mehr so bekannt. Deswegen... Verzeiht mir, wenn wir hier ein bisschen hin und her laufen. Ich nehme jetzt einfach mal beides mit. So. Nehmt einfach mal beides mit, Jill. Dann gib das mal dem Bürgermeister in die Hand. Mal gucken, was dann passiert. So. Alles klar. Dann stapfen wir mal wieder dahin. Und ja, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier, das Resi 3. Ja, wie wir hier weiter auf den Spuren von Umbrella sind hier, in diesem Chaos, was sich Raccoon City nennt. Das ist ja unheimlich krass, was hier passiert ist. Meine Güte, so, was brauchst du, Kollege? Brauchst du dieses Buch der Weisheit? Tatsächlich! Das Buch der Weisheit ist jetzt... Das liegt jetzt da dran. Bei ihm, aber... Da ist ein Schalter. Draufdrücken, ja. Sie hält etwas in der Hand. Nee, das brauche ich nicht zurück. Oder wartet mal, können wir ihm das andere geben? Das können wir ihm auch geben. Ah! Ach, guck mal! Okay, das war goldrichtig tatsächlich, dass wir ihm das gegeben haben. Jetzt haben wir nämlich die Batterie. Und die Batterie ist für da unten Richtung Elektro. Das heißt aber dann auch, dass wir das Buch nicht hätten mitnehmen müssen. Da ist nichts mehr. Ah, nochmal zurücklaufen. Oder ist hier kein Safe-Raum auf dem Weg? Nee, wisst ihr was? Ich gehe jetzt... Halt! Ja, erschreck mich nur. Ist okay. Ich laufe mal an euch vorbei. Ist das hier richtig? Ja, ist richtig. Ist Gold richtig, Freunde. Erschreckt mich nur. Ist okay. Ich habe keine Lust mehr, Munition zu verschießen an euch. Ah, hier krähen auch schon wieder die Raben rum. Ach genau, hier war das mit der Kurbel. Sehr schön, Freunde. Sehr, sehr gut. Genau, mit der Kurbel hier. Die Kurbel können wir hier einsetzen. Aber die geht doch kaputt. Ja, war klar, Jill. War klar. Die rostige Kurbel. Ach, aber wartet mal. Müssen wir jetzt hier vielleicht... Ah! MacGyver Jill hier. Okay, cool. Ja, perfekt. Boah, kannst du ein bisschen schneller? Ja gut, Zeitsprung. Okay. Das Ding kriegen wir aber wieder. Und dann haben wir hier die Tür. Okay, jetzt bin ich gespannt, Freunde, was hier abgeht. Eine Tankstelle. Oh, geil. Dreimal Gunpowder. Aber keine. Ist das hier vielleicht ein Safe-Raum oder so? Nee. Dreimal Gunpowder. Oh! Carlos. Hey!
The zombies are getting restless. I know. I can hear them. What's going on? Okay, in der Tanke. Ich. Jill! What's wrong? Was denn? They're coming. They must have sniffed us out. They know we're here. Hey, calm down. Any objections to my playing hero this time? What are you doing? Carlos! Was macht ihr? Sag mal, ist der irgendwie geistesgestört oder was ist mit dem los? Das ist ein Speichergerät, mit dem man Öltemperatur gehalten wird. Möchte dieses elektronische Schloss bedienen. Was ist das denn? Nimm das mit. Hör mal, ich will aber auch noch das Gunpowder mitnehmen. Was ist denn jetzt hier noch? Hallo? Nichts Besonderes. Gibt's hier überhaupt irgendwas für uns? Carlos, was machst du denn da draußen? Ich muss hier aber nochmal hin, ne? Das ist aber klar. Hier werden Malabwerkzeuge gelagert. BAC. Nichts Besonderes. Guck mal da, Freunde. BAC steht auf der Tafel. Kann das vielleicht hier mit? BAC? Da ist ein Speichergerät. Ja, okay. Möchten Sie ein elektronisches Schloss bedienen? Ja, mach mal. BAC. B. A. C. Ö. B. A. C. Nö. Da ist noch ein D. Ach, okay. Gut, dann hier. So, dann haben wir es doch. A, B, C, D, Ende. Hä? Was? Da stand B, A, C. Was ist das? Das verstehe ich gerade nicht. Ja, okay. Das ist interessant. Ja, egal. Ich glaube, wir müssen hier noch nichts machen. Ein unaufgeräumter Tresen. Ja, diese drei Gunpowders, die würde ich schon gerne noch mitnehmen. Bevor wir da rausgehen. Eins kann ich mitnehmen. So, sehr schön. Können wir die Items nicht hier irgendwie... Nee, können wir nicht wegschmeißen. Schade. Gut, dann müssen wir halt einmal raus. Und dann einfach hoffen, dass wir nochmal hinkommen. So, Carlos. Carlos! Was hast du getan? No. Ich dachte schon. Boah, ich dachte schon. Are you okay? I'm fine. That hero stuff is harder than it looks. Hast du jetzt ernsthaft die Zombies geplättet? Okay, I'm gonna scrounge up some equipment. There might not be any at our destination. Coole Aktion, Carlos. Also nicht schlecht, da hat er einfach mal die ganzen Zombies weggeballert hier. Ja, alles klar. Gut. Das heißt aber, ich weiß jetzt erstmal, wo wir hin müssen, und zwar erstmal zum Speicherraum wieder zurück. Diese ganzen Gunpowder, das müssen wir unbedingt mitnehmen, ey. Ach, die blöden... Ach. Ja, komm, dann mache ich die jetzt halt weg. Da liegt einer. Warum liegt denn da einer? Kommst du mal zurück hier? Danke. Du stehst auch mal auf! Okay, oder so. So kann man den natürlich auch kaputt machen, ne? Genau. Und bam hier. So. Genau. So kann man die natürlich auch platt machen. Indem man einfach drauf tritt. Und da ein bisschen Schaden kassiert. Ja, das ist... das mit dem Schaden kassieren ist jetzt natürlich... mega doof. Aber dann haben wir ein grünes Kraut und da haben wir zumindest einen Schuss gespart. Ein Schuss von der Shotgun. Ja, das ist ein bisschen müßig, aber was soll man machen? Ist halt hier so. Hier muss man halt so denken.
Gut, Safe Raum, wir sind mal wieder bei dir. Alles klar. Was das da oben für ein Schloss ist, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Gut, das kann auf jeden Fall weg. Die Batterie kann... Das kann erstmal weg. Die Batterie muss ich mitnehmen, Freunde. Das ist doch für da... Die ist doch für da unten. Heilungsmäßig sieht es gar nicht mal so verkehrt aus, Freunde. So. Und dann wieder da hinten hin und die Gunpowders. Die Schießpulver. Das heißt ja Schießpulver. Nur im Englisch heißt es Gunpowder. Abholen. So. Weil die brauchen wir unbedingt. Ich würde auch sagen, von jetzt an werde ich keine Zombies mehr mit der Pistole machen. Sondern nur noch als One-Hit mit der Shotgun. Weil, das ist ziemlich uneffizient, wenn ich die jetzt mit der Pistole abschieße, die Zombies. Ja, oder ich weiß es halt nicht, ne? Was die bessere Idee ist. Ob jetzt mit der Pistole oder mit der Shotgun. Ich weiß es nicht. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr besser finden würdet. Ob wir uns jetzt von den Gunpowders da die Pistolenmuni machen sollen und die mit der Pistole wegmachen oder einfach sparen, was das Zeug hält und daraus dann später spezielle Granaten machen. Das ist natürlich, das klingt verlockend auf jeden Fall. Die speziellen Granaten, ja. Vor allem diese Gefriergranaten, die haben es mir angetan. Okay. Dann die Puders nochmal mitnehmen. So. Pulver. Es ist Schießpulver, kein Puder. Es verleitet halt auch immer dazu, ne? So, wunderbar. Das heißt, wir haben jetzt, könnten jetzt wieder ein bisschen Munition haben, aber ich denke mal, die müssen wir aufsparen. Gut. Sind wir erstmal mit der Tankstelle hier fertig. Dann müssen wir jetzt in die andere Richtung. Genau, in die andere Richtung. Da ging es ja zu diesem Zug. Da müssen wir, glaube ich, nochmal jetzt was mit den Kabeln machen, glaube ich, oder? Oder wo war das denn nochmal? Wo da diese Hunde waren. War das hier? Ja, das da. Keine Ahnung, warum das... Auch das, warum diese Tür da abgesprungen... Ach! Deswegen! Okay. Shotgun Powder. Na gut. Danke für den Hinweis mit der beweglichen Tür. Gut, Freunde, City Hall. Lonsdale Yard. Coole Namen haben sie hier. Aber hier kommt man nur zu dem Zug, oder? War hier noch was? Oder müssen wir die Kabel beim Zug einsetzen? Ich guck jetzt nochmal beim Zug. Bei der Straßenbahn. Ui! Was geht denn hier ab? Ey, der Russe! Hey! Lasst ihr den in Ruhe! Lasst ihr den in Ruhe! Ach, verdammt. Boah. Der macht das schon. Da kommen noch mehr. Hehe. Hula Boof. Ja, okay. Mikhail, do you have some kind of death wish? My people, they were wiped out by these monsters. I can't stop just because I'm wounded. But can't you see those monsters are also the victims of Umbrella? Are you accusing me of taking it out on them? You don't seem to understand something. We're not really involved with the company. There's no reason for any of us to take responsibility for this mess. I know that.
And right now, that's the only reason why I'm trying to cooperate with you. Ja, das stimmt wohl. Diese Leute, die haben nichts damit zu tun. Also Jill, jetzt mal langsam mal gut hier. Also wirklich. Sorry. I feel so useless. Don't. You fought hard and have the wounds to prove it. But I'm still alive. My men aren't. Don't think about that now. Just rest. Ja, das ist immer schwierig mit diesen Menschen. Das ist immer schwierig mit diesen... Michael erleidet große Schmerzen. Immer schwierig mit solchen Soldaten, ne, die dann... nein. Ja, die ihre Männer halt sterben gesehen haben. Das ist immer schwierig. Okay. Doch, die Kabel hier. Ha. Okay. Was brauchen wir noch? Die Sicherung ist hin. Das Ölgemisch ist aufgebraucht. Oh, das war's. Okay. Ach, aber das heißt, die Kabel waren doch hier goldrichtig. Okay. Okay, dann haben wir Michael den Arsch gerettet auf jeden Fall. Hm, finde ich gut. Und... ja, dann müssen wir jetzt gucken, wo war dieses... Wir hatten doch so ein Firehose irgendwo, ne? Also so ein Feuerwehrschlauch. Womit wir dieses Feuer da löschen können. Stimmt, das gab's ja auch noch irgendwo. Das gab's bei der Gegend... hier sind wir falsch. Das gab's bei der Gegend, wo wir da diese Spinnengegner hatten. Na, wie ist da noch? Diese grünen Spinnenviecher... Ich glaube, da müssen wir jetzt leider noch mal hin. Was ist das denn hier? Das kommt mir irgendwie suspekt vor. Oh, was hat er denn? Oh. Wie gut das war. Oh, 14 Schuss. Seine Verletzungen sind tödlich. Ja, Game Changer, würde ich sagen. Jetzt ist das Ganze ja echt relativ komfortabel hier. Das heißt, wir können tatsächlich Munition sparen. Und das ist gut. Oder sollen wir doch mit der Pistole auf die Zombies schießen? Ich meine, diese 40 Schuss, die wir da gerade gekriegt haben, die bringen mich schon zum Nachdenken. Müssen wir ja sagen. Muss ich mal sagen. Also, und hier auch nochmal Schießpulver. Also, munitionstechnisch sieht es jetzt doch gar nicht mehr so beschissen aus. Muss ich ja mal sagen. Und vielleicht können wir da dann doch... ne, da ist nur die Tankstelle, ne? Können wir dann doch... wie war das? Können wir dann doch uns Munition machen? Ich weiß es halt nicht, ne? Wo so viel C-Munition wie möglich machen sollten. So, einfach durchlaufen. Oder gibt's da oben noch was? Nee, die ist ja von der anderen Seite versperrt. Und in der Presse war nichts mehr. Ist hier aber auch gerade, die Folge ist fast voll. Das passt dann aber auch als guten Abschluss hier. Zwar nochmal kurz unser Inventar sortieren. Und uns ein paar Pistolenschuss machen. Ja, ich denke mal, das ist angebracht, Jill. Ja, komm. Also, oder? Ja, wir haben jetzt zweimal Gunpowder A und B. Ich denke, machen wir. Kommt. Wow, geil. Zweimal 17. Das ist natürlich sehr schön. 34 statt 30 Schuss. Ja, das ist immer gut. Ach, da haben wir auch noch, oder? Nee, da haben wir nichts mehr. Aber es reicht ja auch erstmal. 10 Gun, 10-mal Shotgun-Schuss, die Batterie und für den Feuerschlauch. Die lege ich mal ab.
Gut, dann können wir die ausnahmsweise mal wieder nachladen und ausrüsten. Dann laufen wir mal wieder mit einer Handfeuerwaffe rum hier. Gut, Freunde, dann muss ich mal überlegen, wo wir beim nächsten Mal hin müssen. Ach, da der Weg. Ja, okay, Freunde, dann weiß ich aber zumindest, wo wir beim nächsten Mal weitermachen können. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Jetzt geht's gerne weiter den Kanal. Und ja. Wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, dann kommt gerne auf meinen Discord-Server. Der Link ist in der Beschreibung. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.